Brandenburg aktuell. Schönen guten Abend an diesem Sonnabend, der wirklich die Sonne satt hatte. Für die Nachrichten heute an meiner Seite Ingo Bötig. Guten Abend. Ja, das Sommerhoch, Annelie, das hat Brandenburg fest im Griff. Und das wird uns auch in dieser Sendung an vielen Stellen immer wieder begegnen. Unsere Themen. Waldbrände, höchste Warnstufen fürs ganze Land. Scheideweg, Machtkampf in der AfD entschieden. Und Zeitreise, Nationalpark vor 20 Jahren gegründet. Ja, heiß war es heute auch, der Schlagabtausch auf dem Bundesparteitag der AfD in Essen. Und das nicht nur wegen der miserablen Klimatisierung in der Halle. Seit Monaten tobte ein hitziger Machtkampf um die politische Ausrichtung der Partei. Die eine Seite, die gibt sich gesellschaftlich durchaus konservativ, will aber auch nicht zu weit nach rechts. Und die andere Seite positioniert sich weiter rechts, sodass manche sie schon in der Grauzone zur extremen Rechten sehen. Heute gab es die Richtungsentscheidung. Tina Rowski berichtet. Die rote Karte und Buhrufe. Der Tag fängt schon nicht gut an für noch Parteisprecher Bernd Lucke. Er wirbt um Verständnis für den Islam, für Flüchtlinge, kritisiert zu viel Nähe zu Pegida, eine kämpferische, unversöhnliche Rede, die aufregt. Lucke verteidigt auch den Weckruf seiner Partei in der Partei. Auf den Weckruf mit Konfrontation, Ausgrenzung und Unvereinbarkeitsbeschlüssen zu reagieren, war von Anfang an falsch. Und wer das tut, meine Damen und Herren, der spaltet die Partei. Die Spaltung, sie ist eigentlich schon da, wenn man genau hinsieht. Luckes Kontrahentin Frauke Petri bekommt für ihre Rede etwas mehr Zustimmung als er. Heute geht es eben gerade nicht ums Ich, sondern ums Wir. Vielen Dank. Petri-Fans, dazu zählen auch viele der Brandenburger AfD-Mitglieder. Rund 100 sind angereist. Der Landesverband gilt als Teil des konservativen rechten Flügels in der Partei. Sie haben mit der Ära Bernd Lucke bereits abgeschlossen. Für mich hat Herr Lucke heute seine Abschiedsrede gehalten. Und das auch noch schlecht. Ich glaube, dass Frauke Petri die Kraft zur Integration hat. Und ich glaube, dass es hier bestätigt worden ist und auch in der Stimmauszahl schlussendlich bestätigt werden wird. Die größte Verantwortung eines Sprechers ist eigentlich, seinen Verein zusammenzuhalten und nach außen auch zu verteidigen. Nicht wahr? Und ich sehe, dass das keiner von beiden wirklich gemacht hat. Noch ein bisschen warten in der Hitze, dann ist klar, es gibt eine neue Chefin. Frauke Petri. Viele feiern, andere können es nicht fassen. Frauke Petri gewinnt die Wahl mit 60%. Treue Schwur von Alexander Gauland. Abgesang an den Mitgründer. Lieber Bernd, danke für das, was du für die AfD getan hast. Und ich hoffe, du bleibst der AfD treu verbunden. Immerhin, einen Händedruck von Bernd Lucke gibt es noch. Und trotzdem bleibt zweifelhaft, ob jetzt Ruhe einkehrt. Den Parteitag in Essen hat für uns Michael Schon beobachtet. Michael, schönen guten Abend. Bedeutet die Wahl von Frauke Petri jetzt, dass die AfD weiter nach rechts rückt? Ja, also jedenfalls hat sich der rechtskonservative Flügel durchgesetzt und viele erwarten auch diesen Rechtsruck. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass Frauke Petri immer für das Wir geworben hat und gesagt hat, die AfD hat nur dann eine Chance, wenn beide Flügel in der Partei präsent sind, also der rechtskonservative und der liberale Flügel. Und auf der anderen Seite muss man auch fragen, ob Bernd Lucke wirklich der lupenreine Liberale war, als der ja gern stilisiert wird. Man kann sich erinnern, im brandenburgischen Landtagswahlkampf, da war es für ihn schon auch okay, wenn rechtskonservative Positionen vertreten worden sind, wenn sie denn eben Stimmen versprochen haben. Ganz spannend ist die Frage, ob man den Tag heute für die AfD überhaupt als Erfolg werten kann. Denn die Streitkultur, die heute gepflegt wurde, die war unter aller Kanone. Es wurde sich gegenseitig ausgelacht, es wurde sich gegenseitig ausgebuht. Und einen, mit dem wir besprechen können, ob das ein guter Tag für die AfD war, den haben wir jetzt hier, den brandenburgischen AfD-Landeschef Alexander Gauland. Herr Gauland, so wie heute übereinander hergefallen wurde hier auf dem Parteitag, können Sie sich da freuen? Sie sind Anhänger von Frauke Petri, dass Ihre Wunschkandidatin sozusagen gewonnen hat? Ich freue mich natürlich, dass die Wunschkandidatin gewonnen hat und ich glaube, dass wir die Partei jetzt zusammenführen können und dass das jetzt sozusagen der letzte Parteitag war, der mit diesen Streitereien vonstatten gegangen ist. Das hoffe ich jedenfalls sehr. Das ist jetzt sehr optimistisch. Wenn dieses Bild so weitergeht, wie wollen Sie den Wähler überzeugen, dass die AfD eine Partei ist, die nicht mit sich selber beschäftigt ist, sondern eben möglicherweise Inhalte umsetzt? Also, die Wähler wissen auch, dass in einer jungen Partei es Auseinandersetzungen um den richtigen Kurs gibt. Und wenn sie sich
die Zahlen angucken, dann liegen wir noch immer über 5% und in Brandenburg sehr viel höher. Also ich glaube nicht, dass die Wähler uns verlassen haben, aber wir müssen jetzt in der Tat zu einer einheitlichen Haltung finden. Haben Sie denn Hoffnung, dass das klappt? Die Gefahr besteht ja möglicherweise, dass jetzt die Leute, die Herrn Lucke und dem Weckruf anhängen, sagen, okay, dann machen wir es eben alleine, machen eine eigene Partei. Sehen Sie die Gefahr einer Spaltung? Also ich hoffe es nicht. Ich hoffe, dass die Weckrufleute wieder zurückkommen, dass sie den Irrweg verlassen. Ich glaube übrigens nicht, dass eine Partei, die Herr Lucke gründet, irgendeinen Erfolg hätte. Aber es wird auch unseren Erfolg sehr minimieren. Da haben Sie völlig recht. Soweit vielen Dank. Und ja, mit diesen Eindrücken vom AfD-Bundesparteitag in Essen zurück nach Potsdam. Ja, vielen Dank, Michael Schon. Und vom politisch Heißen jetzt zum klimatisch Heißen. Hoch, Annelie treibt Thermometer zur Höchstleistung in Brandenburg an der Havel. Da wurden heute 39,1 Grad gemessen. So viel wurde hier im Land seit 23 Jahren nicht mehr gemessen. Und einige von uns treibt diese Hitze nicht nur zur Verzweiflung. So mancher Kreislauf, der wird auf die Probe gestellt. Seit Tagen gibt es Waldbrände und die höchste Warnstufe wird an diesem Wochenende ausgerufen. Und auf Schifffahrtswegen, da wird es auch noch eng. Stefan Sperfeld über die Schattenseiten des Hochsommers. Der Kampf gegen das Feuer erdauerte über 10 Stunden. Erst am späten Nachmittag konnte die Feuerwehr diesen Waldbrand bei Barut besiegen. Über 100 freiwillige Helfer waren nötig, um auf einer Fläche so groß wie 3 Fußballfelder den brennenden Waldboden zu löschen. Diese Brandstelle hätte böser aussehen können, wenn man nicht rechtzeitig gehandelt hätten. Wir müssen als Feuerwehr die Einsatzstelle ohne Feuer übergeben. Und durch den Humusgehalt bzw. die Tannennadeln, die hier liegen und das alles, die brennen ja nicht mehr, die glimmen. Und der Boden hat so eine hohe Temperatur, muss runtergeholt werden mit Wasser. Und dafür ist die Feuerwehr zuständig. In den 6 Waldbrandzentralen des Landes, wie hier in Wünsdorf, liefen weitere Notrufe auf. Insgesamt wurde den Mitarbeitern ein gutes Dutzend Waldbrände gemeldet, darunter aber kein Großbrand. Bereits heute galt in 8 von 14 Landkreisen die höchste Waldbrandgefahrenstufe 5, hier dunkelrot markiert. Mit Ausnahme von Oberhavel und Spree-Neiße muss diese Warnung für morgen aufs ganze Land ausgeweitet werden, trotz der Gewitter, die in der Nacht erwartet werden. Da wird sicherlich hier und da mal ein Gewitter runterkommen, aber das ist alles lokal, das hilft nicht weiter. Da wird vielleicht mal der Platzregen das ein oder andere Fest stören, aber für den Wald reicht das beim besten Willen nicht aus. Da bräuchten wir schon so einen Landregen, aber der ist bei weitem nicht in Sicht. In Alarmbereitschaft bleiben auch die Rettungsstellen der Krankenhäuser. Wie hier in Rüdersdorf sind die Notärzte auf Hitzeopfer vorbereitet. Aber solche Infusionsbeutel mit Elektrolytlösung werden bislang kaum gebraucht. Die aktuelle Hitzewelle hat den Medizinern hier gerade eine Handvoll Patienten gebracht. Naja, zum Beispiel eine alte Dame, die eben, wo der Blutdruck dann zu niedrig ist, die dann gestürzt ist, die dann kollabiert ist, also zusammengesackt, gestürzt und dann eine Rippenserienfraktur hat. Das sind dann Sekundärverletzungen, die natürlich vermeidbar gewesen wären. Eine weitere Schattenseite des schönen Sommers, die Oder ist teilweise nur noch 90 cm tief. Das schränkt die Schifffahrt mächtig ein. Buhnen und Sandbänke sind gefährlich und so können Güterschiffe gerade so gut wie gar nicht fahren und müssen laut Wasser- und Schifffahrtsamt auf lang andauernden Regen warten. Ja, wenn es irgendwie ging, dann verschaffte man sich heute ordentlich Abkühlung. Nicht nur in Seen und Schwimmbädern, ein Brunnen hat auch das Zeug zum Planschbecken und Schläuche, die tun's auch. Was für eine Wettersteilvorlage also heute für das Stadtwerkefest in Potsdam. Und von dort berichtet für uns Tim Jäger. Ja, Hitze hin oder her, die Leute hier, die sind hart im Nehmen und vermutlich auch im Schwitzen. Hier auf der Bühne im Lustgarten spielt gerade Keimzeit zur Stunde und es ist voll, es ist wirklich richtig voll. Bei, sagen wir mal so, knappen 40 Grad und gefühlt noch drüber kann sich das Potsdamer Stadtwerkefest über Besuchermangel nicht beklagen. Andrang gibt es hier seit 16 Uhr vor der Bühne, Andrang auch da, wo die Stadtwerke kostenlos ihr Leitungswasser verteilen. Tja, und überhaupt. Andrang überall da, wo kühles Wasser die Hitze erträglicher macht. Und wenn der Kreislauf dann doch mal schlapp macht, dann sind die Ehrenamtler vom Roten Kreuz zur Stelle. Ja, und wenn es dann doch noch mal ein bisschen zu heiß wird, dann gibt es auch noch das hier, diese wunderbaren
wasserversprühenden Tore. Eine großartige Idee von den Stadtwerken. Und einen herzlichen Dank für diese Idee an den Stadtwerkechef Wilfried Böhme. Hallo. Hallo, herzlich willkommen. Ist das nicht trotzdem ein Wagnis bei diesen Temperaturen? Andere Großveranstaltungen werden da auch manchmal abgesagt. Ach nee, ich glaube nicht, sondern wir haben sehr viel Wasser aufgefahren hier. Sie sind ja schon durchs Wassertor eben durchgegangen, Wasserbars aufgestellt. Wir haben Schläuche von der Feuerwehr hier mit im Einsatz. Wenn die Bevölkerung, die Potsdamerinnen und Potsdamer, da besprüht werden wollen, machen wir das. Also ich glaube, wir haben vorgesorgt und man muss natürlich immer sagen, erst wenn die Veranstaltung zu Ende ist, dann kann man ein Resümee ziehen, aber wir sind optimistisch. Die Sanitäter, haben die bisher ordentlich zu tun gehabt, Kreislauf oder sowas? Die Sanitäter, wir haben 35 Sanitäter hier auf dem Platz. Gegenwärtig gab es ein, zwei Kreislaufprobleme. Ich würde sagen, alles im normalen Rahmen, nichts Außergewöhnliches. Aber ich möchte noch mal sagen, der Schlussstrich wird erst heute Abend nach Lionel Richie gezogen. Lionel Richie ist ein schönes Stichwort, ab 22 Uhr hier im Potsdamer Lustgarten auf der Stadtwerkebühne. Und morgen am Sonntag dann ein fröhliches Familienfest. Dankeschön, Tim Jäger. Also alles im normalen Bereich. Das klingt doch irgendwie beruhigend. Wir machen weiter mit den Nachrichten und die hat Ingo. Nach dem Unfall mit einem Heißluftballon in Kremmen werden jetzt die Spuren ausgewertet. Ein Sprecher der Polizei erklärte heute, mit den Spuren solle geklärt werden, ob der Ballonfahrer oder die Betreiberfirma verantwortlich sei oder ob es am Wetter gelegen hat. Der Ballon war gestern beim Landen mehrfach hart aufgeschlagen. 9 Personen wurden zum Teil schwer verletzt. In Cottbus ist der erste evangelische Lausitz-Kirchentag eröffnet worden mit einem Gottesdienst in der Stadthalle. Mehr als 2000 Christen kamen aus Brandenburg und Sachsen. Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Verbänden diskutierten in verschiedenen Foren über das Leitthema Hoffnung für die Lausitz. Es gehe darum, in die Zukunft zu schauen und alle an einen Tisch zu bringen, die Ideen entwickelt haben. So lautet der Grundtenor auf dem Lausitz-Kirchentag. Der Streit um die Zukunft der Kohle war ein Thema neben Gesprächsforen zur Landflucht und Flüchtlingspolitik. In dem von RBB-Programmdirektorin Notelle moderierten Forum zur Braunkohle appellierten die Teilnehmer an alle Lausitzer, sich gemeinsam für eine wirtschaftlich moderne Region einzusetzen. Der Kirchentag ist in meinen Augen eine große Chance und Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Es ist ein Forum, auf dem die ganz verschiedenen Seiten, die sich sonst politisch oft auch sehr bekämpfen, miteinander diskutieren können und Ideen entwickeln können. Und das ist für mich ein ganz wichtiges Zeichen für die Region. Zu Beginn des Kirchentages hatten Kohlebefürworter 95 Thesen an die Tür der Oberkirche genagelt. Darin fordern sie, dass die Lausitz mit ihren mehr als 1 Million Menschen eine Industrieregion bleiben müsse. Potsdam soll Gastgeber für neue Gespräche werden zwischen Deutschland und Russland. Zum ersten Mal seit Ausbruch der Ukraine-Krise. Wie der Spiegel berichtet, werden diese Gespräche Ende Oktober in der Landeshauptstadt stattfinden, als Forum der deutschen und russischen Zivilgesellschaft. Regierungskonsultationen soll es den Angaben zufolge aber weiter nicht geben, solange der Ukraine-Konflikt nicht gelöst wurde. Mit einem großen Essen ist am Berliner Hauptbahnhof gegen die zunehmende Verschwendung von Lebensmitteln protestiert worden. Essen aus Lebensmitteln, die eigentlich weggeworfen werden sollten. Zubereitet wurden die Speisen für 5000 Menschen und aufgetischt von Prominenten wie Tatortkommissar Andreas Hoppe. Mit der Aktion zeigt die Umweltorganisation WWF und die Welthungerhilfe, was jeden Tag alles weggeworfen wird, obwohl es noch genießbar ist. In Deutschland gehen auf diese Weise pro Jahr mehr als 18 Millionen Tonnen Lebensmittel verloren. Es ist einmalig. Nicht nur Brandenburgs einziger Nationalpark, sondern auch eine in ganz Mitteleuropa einzigartige Auenlandschaft, das untere Odertal. Als Nationalpark feiert es an diesem Wochenende 20. Geburtstag. Bei der Gründung damals war nicht allen zum Feiern zumute. Schutzraum für besonders seltene Tiere und Pflanzen ja, aber auf Kosten von Menschen, die dafür Platz machen müssen. Über die Geschichte des Nationalparks Unteres Odertal jetzt Peter Hut. Wie ein grüner Teppich, durchwoben von blauen Fäden, liegt der Nationalpark Unteres Odertal an der deutsch-polnischen Grenze in der Uckermark. Mehr als 10.000 Hektar, von Mescherin überschwemmt bis Hohensaaten. Das schmale Tal mit den angrenzenden Oderhängen ist der einzige Flussauen-Nationalpark in Deutschland. Möglich machte das Michael Suko. Als stellvertretender Umweltminister setzte er durch, dass auf der letzten Sitzung des Ministerrates der DDR das Nationalparkprogramm beschlossen wurde. Man suchte nach Hoffnung, nach Neuem. Und diese Staatsjachtgebiete, diese Grenzsicherungsräume, das war etwas im Volk Verhasstes. Und da war diese Idee
Räume für alle zu erschließen, einen Tourismus zu entwickeln. Und so ist etwas Gutes entstanden und heute ist es so selbstverständlich. Räume für alle? Da hatte man wohl nicht an die Landwirte gedacht, die seit Jahrzehnten am Oderufer wirtschafteten. Sie sollten einen Großteil der von ihnen genutzten Fläche aufgeben. Dagegen liefen die Bauern Ende der 90er Jahre Sturm. Wir sind arm dran. Liebe Frau Lentsch, Sie müssen einfach sehen, meine Kollegen und ich, wir sind 5 Kilometer weiter an der Oder geboren. Oder glauben Sie, wir lassen uns von einem dahergelaufenen aus dem Roten Rathaus ein zweites Mal vertreiben? Das glauben Sie nicht? Es folgte das größte Flurbereinigungsprogramm in Deutschland. Aber der fast vollständig abgeschlossene Gebietstausch macht die Bauern nicht unbedingt glücklich. Wir haben damals, bevor wir mit dem Förderverein endgültig gebrochen haben, weil wir Erpressung und Nötigung nicht mehr ertragen wollten, 1037 Hektar in die Hauptanträge geschrieben. Haben 800 Hektar allein in den Poldern gehabt und 700 Kühe über die Weiden gejagt. Das wirklich Schlimme ist jetzt, dass nicht, dass wir nur noch 250 Hektar für die Genossenschaft haben. Das wirklich Schlimme ist, dass Trechel und Konsorten nicht begreifen, dass sie nennenswerte Rinderhalter für ihre Vögelei im Nationalpark brauchen. Nur noch wenige dieser herrlichen Uckermärker Rinder stehen derzeit in den Polderwiesen. Und auch sie werden der Wildnis weichen müssen, damit die Nationalparkziele erfüllt werden können. Die Vergrößerung der Wildnisgebiete, wirklich wo die Natur sich selbst überlassen wird, sich Natur entwickeln kann. Und wir werden die Wasserverhältnisse hier in der Flussaue verändern, das heißt längere Flutungszeiten. Die Bauwerke werden später geschlossen und in einem Polder, im Polder 10, wollen wir die Bauwerke ganzjährig offen halten. Dort, nördlich von Schwedt, soll sich dann in den nächsten Jahren eine vom Menschen völlig unbeeinflusste Auenlandschaft entwickeln. Die Touristen wird es freuen. Sie haben es natürlich sicherlich schon mitbekommen. Wir sind wieder zurück im Studio. Gestern war also der letzte Tag von unterwegs. Unsere Tour durch Brandenburger Städte im Speckgürtel. 5 Tage, 5 Städte, schöne Erlebnisse und Erfahrungen. Die Highlights jetzt in einem Stück zusammengefasst von Isman Alboa. Gute Laune in Falkensee. Gestern die letzte Station der gemeinsamen Tour von Antenne Brandenburg und Brandenburg aktuell. Insgesamt besuchten wir 5 Orte. Herzlich willkommen zu Brandenburg aktuell, heute aus Kleinmachnow, live aus dem mittlerweile auch schon ziemlich heißen Wildau. Heute melden wir uns aus Bernau bei Berlin. Guten Abend Oranienburg, guten Abend Falkensee. Herzlich willkommen zur Tour mit Antenne Brandenburg und Brandenburg aktuell. Ob Rathaus, Markt oder Schlossplatz, Bühne und Technik mussten jeden Tag am neuen Ort aufgebaut werden. Ganz schön anstrengend. Dafür haben sie uns trotz Hitze die Treue gehalten. So konnten Zuschauer, Hörer und Macher sich besser kennenlernen. Es hat riesengroßen Spaß gemacht und es war für uns ein ganz großes Erlebnis, nicht nur als Event, sondern wir haben ganz viel erfahren von den Zuschauern, die zu uns gekommen sind. Wann hat man schon mal die Gelegenheit, außerhalb vom Studio richtig Aug in Aug mit den Zuschauern in Kontakt zu treten und auch zu erfahren, wie die Sendung ankommt? Antenne Brandenburg und Brandenburg aktuell gemeinsam und Tour, eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Es ist ja auch nicht unsere erste Tour. Wir haben ja vor 2 Jahren schon mal so was Ähnliches mit Brandenburg aktuell gemacht. Und es lohnt sich einfach, auch die Arbeit des anderen sich mal anzugucken. Und man lernt sich einfach auch besser wertschätzen. Mit Live-Musik und Gewinnspielen sorgte nachmittags Antenne Brandenburg täglich für gute Stimmung. Ein Spaß für die ganze Familie. Das Erstaunliche war, dass wirklich um 14 Uhr, als wir angefangen haben, in jeder Stadt, egal ob in Kleinmachnow, Wildau, Bernau, in Oranienburg oder auch in Falkensee, immer schon Leute da waren, die gespannt auf das warteten, was wir so vorhaben. Ab 19.30 Uhr diskutierten wir dann live in Brandenburg aktuell über Themen, die Sie an den 5 Orten besonders bewegen, wie die Bombenlast in Oranienburg oder Kriminalität in Kleinmachnow. Im Mittelpunkt unserer Tour stand aber ein ganz besonderes Jubiläum, 25 Jahre Brandenburg. Anlass für uns, Sie im blauen Robobus nach Ihren Heimatgefühlen zu fragen. Eine Abwechslung tut gut, aber man kommt immer wieder gerne zurück in eine Brandenburger Gegend. Ja. Heimat ist nicht so ein konzentrierter Ort, so ein kleiner Flecken, sondern Heimat ist da, wo ich mich wohlfühle. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ciao. Für Brandenburg aktuell und Antenne Brandenburg war es eine spannende Zeit. Wir sagen danke. So, mir hat Spaß gemacht. So, und jetzt ist nochmal Ingo dran.
Aus Guben wird ein Großbrand gemeldet. Dort war vergangene Nacht in einer Lagerhalle für Schaumstoffe Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Allerdings brauchten 6 Feuerwehren mehrere Stunden, um den Großbrand unter Kontrolle zu bringen. Wie er ausbrach, ist noch unklar. Eisenbahnfans, aufgepasst. In Wittenberge sind verschiedenste Schienenfahrzeuge in Aktion zu sehen. Und zwar an diesem Wochenende beim Sommerfest des historischen Lokschuppens. Besonders beliebt sind Fahrten vorn beim Lokführer und mit einer Draisine. Die eigentlichen Stars sind aber immer noch die Lokomotiven selbst, zum Beispiel dieses Modell. Sie ist immerhin die modernste Rangierlok Europas und hatte heute ihren ersten Auftritt in Wittenberge. Der Lokschuppen in der Elbestadt ist auch morgen von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Schloss Babelsberg, das neue Palais oder die römischen Bäder im Parc Sanssouci. Viele historische Bauten müssen dringend saniert werden. Deshalb will Kulturministerin Kunz mit dem Bund und Berlin über Sonderinvestitionen verhandeln. Alle drei sind Träger der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, zu denen die Gebäude gehören. Wie viel Geld genau benötigt wird, hat Kunz nicht mitgeteilt. Experten sprechen von einem dreistelligen Millionenbetrag. Der Cottbusser Toni Martin hat bei der Tour de France zum Auftakt einen guten Start hingelegt. Beim Zeitfahren über 13,8 Kilometer, da hat er sich den 2. Platz gesichert. Erster wurde der Australier Rowan Dennis. Brandenburg an der Havel ist Gastgeber für die diesjährigen Baltischen Jugendspiele. Bereits zum 9. Mal treffen sich Jugendliche aus den Ostsee-Anrainerstaaten ein Wochenende lang, um sich im sportlichen Vergleich zu messen. Mehr als 1000 Nachwuchssportler treten in 13 Disziplinen an. Für die Sportarten, die nichts mit dem nassen Element zu tun haben, ist bei diesem Wetter allerdings Abkühlung oberstes Gebot. Die Wettbewerbe bei den Baltischen Jugendspielen können noch bis morgen verfolgt werden. Heiße Kämpfe bei tropischen Temperaturen. 18 Teams aus der Lausitz und aus Polen traten heute bei der Cottbusser Drachenbootregatta an. In zahlreichen Rennen kämpften jeweils 2 Boote gegeneinander um die schnellste Zeit. Darunter auch eine gemischte Mannschaft mit Redakteuren des rbb-Studios Cottbus und der Lausitzer Rundschau. Die Drachenbootregatta fand bereits zum 14. Mal statt. Das Innerste und eigene Ausdrücken, das ist die Motivation von Matthias Melchert. Der 38-jährige Potsdamer ist beim Brandenburgischen Kunstpreis der Märkischen Oderzeitung mit dem Nachwuchsförderpreis ausgezeichnet worden. Melchert ist Meisterschüler vom großen Maler und Bildhauer Georg Baselitz. Das allein ist ja schon eine Auszeichnung. Was Melchert jetzt vom Nachwuchspreis hält und was er noch alles macht, das hat er Julia Baumgärtel erzählt. Es ist einfach so, dass ich mich darauf einlasse, was passiert, wenn Pinsel und Papier sozusagen miteinander in Kontakt kommen. Dann lasse ich mich auch selber überraschen von dem Zufall, der auch entstehen kann. Also das bedeutet für mich, mich damit ausdrücken zu können, mit Farben und Formen. Und das ist für mich sehr wichtig. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das gar nicht vorkommt in meinem Leben. Und das wollte ich schon immer machen. Und das ist noch heute so. Das ist mir wichtig, dass das, was ich mache, am Ende sich irgendwie für mich stimmig anfühlt oder stimmig aussieht. Dass ich das Gefühl habe, da habe ich jetzt was zum Ausdruck gebracht, was wirklich mir entstammt und womit ich auch zufrieden bin. Ich habe einen Anruf bekommen, dass ich den Preis erhalten werde und habe mich natürlich total gefreut und es fühlt sich gut an. Der Nachwuchsförderpreis bedeutet für mich jetzt eine Zeit lang meine künstlerische Arbeit konzentriert zu betreiben. Also ich weiß noch nicht, was rauskommen wird, aber ich habe eine ganz vage Vorstellung und kann mir schon manches vorstellen, aber will mich einfach auf den Weg machen und gucken, was passiert.
Zu den verschiedenen Wegen, wie mit der Hitze umzugehen ist, da kommt jetzt noch ein hinzu: Drachenboot fahren. Aber nicht die Regatta aus den Nachrichten, wie gerade gesehen. Jetzt geht's an die Elbe. Es war ein Rekordversuch heute, nicht nur bei den Temperaturen. Joanna Jambor war dabei. Wir sind in Wittenberger und lassen heute gleich mehrere Rekorde wackeln. Einmal die Temperaturen und einmal den längsten menschlichen Deich seit überhaupt. Es ist der 15. Elbbadetag und man munkelt der heißeste aufgrund dieser Aktion. Seid ihr in Weltrekordstimmung? Ja! Rund 700 Wittenberger wagten den Rekordversuch. Eine 100 Meter lange dreistufige Löwenpyramide, die sich über den Deich erstreckt. Und dich oben rauf. Dich brauchen noch welche, die knien. Ja. Hinter mir ist Wasser, falls ich reinfalle, bis... Und dabei soll was symbolisiert werden? Der Prignitzer Menschendeich. Mhm. Wir haben über Jahrzehnte mit Hochwassern hier zu kämpfen gehabt. Und wir wollen einfach sagen, die Prignitzer stehen für ihren Deich, ja. Die Prignitzer verteidigen ihren Deich und wir freuen uns darüber und bedanken uns bei denen, die den Neubaudeich letztendlich errichtet haben. Prignitzer, die machen mit. Richtige Typen. Richtige Typen. Und über uns kreist die ganze Zeit ein Hubschrauber. Das muss ja alles Recht und Ordnung hier haben bei einem Rekordversuch. Richtig. Wir wollen natürlich diesen Rekordversuch einreichen. Dazu müssen Dokumentationen her und da muss sichtbar sein, dass diese Pyramide auf dieser Länge gestanden hat. Die Aussichten heute Nacht und morgen. Uns erschüttert hier nichts. Ja. So ist das. Unwettergefahr heute Nacht allerdings schon. Im Gebiet um Brandenburg an der Havel kann es starke Gewitter geben bei schwülen 21 bis 22 Grad. Auch morgen droht hier Unwetter. In der Lausitz gehen die Temperaturen bis 38 Grad rauf. Bis morgen laufen die Elbe-Badetage beim Drachenbootrennen. Heute zählte bei der Hitze durchhalten. Wie lange habt ihr euch vorbereitet? Jetzt gleich. Das ist die Jungfernfahrt. Genau. Wollen Sie nicht die Klebezettel von der Brille ab? Nein, ich sehe sowieso nicht durch. Was ist die Strategie? Die Ersten werden die Besten sein, ne? Genau. Sie werden. Das sind auch so Philosophien, die nur bei Hitze entstehen. Ja, genau. Es wird weich hier oben. Morgen finden das traditionelle Stromschwimmen und das Elbetreiben statt. Die Geschichte ist natürlich wirklich mal aus dem Joke entstanden. Wir sind mal mit 9 Freunden in Hinsdorf ins Wasser gesprungen und haben einfach mal ein Elbtreiben gemacht. Und der Wittenberger Schwimmverein hat uns hier begrüßt. Ja. Und dann ist daraus die Idee gewachsen, wir machen einen Elbbadetag. Wassertemperatur? Wassertemperatur 22 Grad geschätzt. Da ist Wasser die allerbeste Wahl. Denn der Wochenanfang bleibt heiß, 34 Grad am Dienstag, ab Mittwoch wird es kühler mit Regen in der Nordhälfte. Und zurück zum Rekordversuch, in ein paar Wochen steht das Ergebnis. Glauben Sie, der Rekord wird stehen? So wie wir wackeln? Ja, ich glaube es. Also am besten gleich im Wasser bleiben. Dankeschön, Joanna. Ja, und am Bärbelinsee, da warteten auch 2 auf Abkühlung. Kimba und Jette, die beiden Hunde von Familie Bormann, warten sehnsüchtig auf dem Paddleboard, dass es endlich cool wird. Ja, das war's von uns an diesem Sonnabend. Ja, und hier geht's natürlich weiter mit der Tagesschau. Und dann, ich mag sie sehr, Adelheid und ihre Mörder. Heute tot in H-Moll. Und wir lassen an der Stelle mal offen, ob H was mit Hitze zu tun hat. Okay, es wird in jedem Fall spannend. Und die Kollegen von RBB Aktuell, die halten Sie mit Nachrichten auf dem Laufenden um 21.50 Uhr. Schönes Wochenende. Bis morgen. Ciao. Welle im Hochbetrieb in Sachsens Schwimmbädern. Machtkampf entschieden. Petri alleinige AfD-Vorsitzende. Katharinatag. Torgau feiert die Ehefrau Martin Luthers. Und jetzt der MDR Sachsenspiegel. Heute mit Anja Köbel. Guten Abend. An einem Sonnabend, hinter dessen Datum steht der heißeste Tag des Jahres. Bis jetzt zumindest. Schauen wir mal, was der Sommer noch so mit uns vorhat. Das Gute ist ja, dass die meisten von Ihnen heute nicht arbeiten mussten und sich so einen Platz suchen konnten, an dem sich die Hitze aushalten lässt. Ein solcher Platz ist zum Beispiel das Freibad in Kudemalde bei Bautzen.
Mit der Rutsche auf dem schnellsten Weg ins Kühle und dann so lange wie möglich einfach nur im Wasser bleiben. Das war heute nicht nur hier im Schwimmbad in Kuhnewalde die beliebteste Tagesbeschäftigung. Bei Temperaturen knapp unter der 40-Grad-Marke war Erfrischung heiß begehrt. Eine Abkühlung hier ist genau das Richtige. Auf jeden Fall ist das eine Abkühlung. Gegenüber den Temperaturen von draußen, da fühlt man sich im Wasser wohler. Noch eine Stunde hat das Schwimmbad auf und mit hoher Wahrscheinlichkeit wird heute auch noch der Besucherrekord geknackt, der bei 1200 Menschen liegt. Der Schwimmmeister muss auf seinem Posten bleiben. Reinspringen würde ich gerne, das ist natürlich der Nachteil vom Beruf. Solange Betrieb ist, können wir das nicht machen. Abends natürlich springen wir auch mal rein, aber zu heiß, man gewöhnt sich dran, das ist halt berufsbedingt. 4 Jahre lang war das Bad geschlossen, um Hochwasserschäden zu beseitigen. Letztes Jahr wurde es wieder eröffnet. Gerade deshalb ist die Freude besonders groß. Gerade für die Jugend und für die Kinder ist es wirklich herrlich, dass jetzt hier in der Umgebung wieder das Bad geöffnet hat. Früher musste man weiterfahren und jetzt kann man mit dem Fahrrad hierher fahren. Das ist echt schön. Ich finde es sehr schön, weil vor allem ist es sehr modernisiert worden und ja, so weit zu fahren und besser wie die anderen Bäder, die man alle schon kennt und die so überlaufen sind. 27 Grad warm ist es selbst im Wasser, immer noch 8 Grad kälter als im Schatten. Ich wünsche mir bis Ende August so ein Wetter, wie wir es heute haben, wenn es sogar noch heißer, damit wir natürlich ein volles Bad haben, weil nichts ist schlimmer als ein schönes Bad zu haben und keine Gäste. Gefühlt hat die Badesaison jetzt erst richtig begonnen. Bei solchen Aussichten können die Gummitiere und Matratzen einfach aufgeblasen bleiben. Wenn ich ehrlich bin, würde ich heute ein Schwimmbad dem heißen Asphalt vorziehen. Doch es gibt sie. Die Unerschrockenen, die Harten, die wahren Sportler. Und die stellten sich heute in Chemnitz einer wirklich enormen Herausforderung. Im Marathon. Rund 1000 Läufer hatten sich vorgenommen, sich von den heutigen Temperaturen nicht aus der Bahn werfen zu lassen. Sie suchen den Schatten, da ist es noch nicht 9 und doch schon richtig, an die 30 Grad heiß. Doch auch Sie sind heiß. Heute hier vielleicht doch abzusagen, daran habe angeblich niemand ernsthaft gedacht. Viel trinken unterwegs, viel Wasser nehmen, wird schon klappen. Ich habe ein bisschen Elektrolyte zusätzlich gefrühstückt und ein bisschen mehr getrunken und dann wird es schon losgehen. Man sagt sich, okay, man geht nicht voll das Risiko, man guckt erst mal und dann... Auf einen im wahren wie übertragenen Sinne des Wortes heißen Tag sind auch die Rettungskräfte vorbereitet. Ärzte sind unterwegs, bei Bedarf können die auch noch mit dazugeholt werden, ja, wenn das also nicht mehr durch uns Rettungsdienstpersonal gestemmt werden kann. Und natürlich ist das alles abgeklärt mit der Rettungsleitstelle. Punkt 10. Das Thermometer zeigt inzwischen fast 35 Grad. Starten die Marathonis. Kurz darauf die übrigen der insgesamt über 1000 Läuferinnen und Läufer. Ob über die volle, die halbe oder die Vierteldistanz, die Strecke führt zum Glück größtenteils durch den doch recht schattigen Stadtpark. Die Helfer an den Versorgungspunkten haben alle Hände voll zu tun. Wasser, Schorle, Cola, Hauptsache flüssig und schön kalt. Die Rettungskräfte sind trotzdem schwer beschäftigt, aber es ist lange nicht so schlimm, wie befürchtet. Bis jetzt hatten wir so 8 Patienten, wovon ungefähr 5 ins Krankenhaus transportiert werden mussten, weil kreislaufmäßig einfach nicht so schnell stabilisierbar war. Und ansonsten kleinere Verletzungen. Nach knapp 3 Stunden, bei inzwischen fast 40 Grad, gewinnt André Fischer vom TSV Dresden den Chemnitz-Marathon. Bei den Damen teilen sich Christiane Deubel von der Schmaus GmbH links im Bild und Maria-Sophie Gerlach von der SG Adelsberg den Sieg. Aber gewonnen haben heute irgendwie alle gegen die Hitze. Die viele Sonne, sag ich mal, hat einem zu schaffen gemacht. Die Hitze macht einen total zu schaffen. Also darauf ist der Körper nicht eingestellt. Es war sehr, sehr, sehr anstrengend. Ist schön grenzwertig. Dafür umso schöner, wenn es geschafft ist. Ja, und auch in Essen startete heute 10 Uhr ein Marathon. Einer, bei dem es auch heiß hergehen wird. Denn bei dem Parteitag der AfD geht es um die Marschrichtung und damit die Zukunft der Partei. Doch bevor einzelne inhaltliche Themen überhaupt eine Rolle spielen konnten, müssen erst einmal die Fragen geklärt werden, die Grundsatzfrage geklärt werden, die vor allem, nämlich Lucke oder Petri. Und schon die ersten Minuten des Parteitags machten deutlich, diese Entscheidung zu treffen, wird kein Zuckerschlecken werden. Aber was dann passierte, das war anfangs nicht zu ahnen. Frauke, Frauke-Rufe von den Anhängern aus Sachsen. Sie, Frauke Petri, hat den besseren Start in den Bundesparteitag. Er, Bernd Lucke, ahnt wohl, dass sie vorne liegt. Wird in seiner Rede ausgebuht, wegen der Gründung des Anti-Petri-Vereins Weckruf. Die AfD-Mitglieder brüllen Lucke nieder.
Sie fordert harte politische Debatten auszuhalten. Wenn wir das intern nicht können, brauchen wir im Leben nicht daran zu glauben, dass wir es der politischen Öffentlichkeit in Deutschland beweisen werden und glaubhaft machen können. Der Streit dauert seit Monaten an. Den einen ist die Partei zu rechtslastig, vor allem im Osten. Den anderen ist Lucke zu eigenmächtig und schwierig. Der Parteitag sollte eigentlich in Kassel starten im Juni mit von der Basis gewählten Delegierten. Nun Essen im Juli. Ein Parteitag mit 3000 Mitgliedern über Satzungen zu sprechen, ist einfach eine Katastrophe. Und sowas macht man nicht. Das ist im hohen Maße unprofessionell, unserer Meinung nach. Und ich denke, viele Mitglieder sehen das ähnlich. Eine Spaltung der AfD ist möglich. Ich hoffe, dass man sich nach dieser Wahl wieder findet und dass man wieder den gemeinsamen Kurs einschlägt, den man eigentlich hätte schon viel früher wieder einschlagen müssen. Doch die Attacken gehen weiter. Petri gegen Lucke. Thema Pegida. Petri pro Pegida. Ohne sich mit allem einverstanden zu erklären, was Bürger auf der Straße fordern, aber endlich anzuerkennen, dass es diese Bürger sind, für die wir primär Politik machen wollen. Lucke kontra. Die AfD sei eine Pegida-Partei. Meine Damen und Herren, wenn wir so weitermachen, dann werden wir keine Einheit der Partei erreichen. Am Ende gab es für Bernd Lucke keine Einheit. Frauke Petri wurde mit 60% zur neuen alleinigen Vorsitzenden gewählt. Frauke Petri hat die Wahl also für sich entschieden. Fragen wir bei unserem Reporter Arndt Groß in Essen nach. Wie geht's denn nun weiter? Frauke Petri wird die Partei einmischen und das wird schwierig, denn Bernd Lucke wird kaum in der AfD verbleiben. Das ist meine Vermutung und wird auch Anhänger mitnehmen. Also die Spaltung oder die kleine Abspaltung droht, das ist das eine. Dann wird Frauke Petri versuchen müssen, die Partei wieder neu zu strukturieren, denn sie hat ja heute angekündigt, sie will wieder weg von der Einzelspitze hin zu einer Doppelspitze ohne Generalsekretär. Das wird wieder neue Satzungsdebatten geben und das wird auch hitzige Debatten natürlich geben, so wie hier heute auch Schlachten, die geschlagen werden müssen. Und sie wird die Partei kommendes Jahr in die Landtagswahlen führen müssen. Da gibt es diverse in Deutschland und 2017 dann in die Bundestagswahl. Und Bernd Lucke hat heute hier gezeigt, woran es Frauke Petri noch fehlt, nämlich einer außenpolitischen Vision. Das hat er heute deutlich gemacht, dass er eine hat. Das kam nicht zum Tragen. Sie steht eher für nationale Politik. Und an diesem Profil wird sie feilen müssen. In Sachsen wird man sie, meine Vermutung, dann weniger sehen. Arndt Groß mit Einschätzungen live aus Essen vom Parteitag der AfD. Dankeschön. Nach Bautzen geht es jetzt und das zu einem Ort, der bei der heutigen Hitze eine gute Wahl ist. Der Dom. Heute ist Tag der offenen Baustelle und so bot sich die Gelegenheit, nach langer Zeit mal wieder einen Blick hineinzuwerfen. Nach 20 Monaten Bauzeit steht die Innensanierung kurz vor ihrem Abschluss. Rund 2 Millionen Euro werden in die Sanierung investiert. Nach Abschluss der Arbeiten soll die Kirche am 14. November wieder an die katholische und evangelische Gemeinde übergeben werden. Der Dom St. Petri ist die älteste und größte Simultankirche Deutschlands. Na, da schließt sich doch jetzt wunderbar ein Besuch in Torgau an, und zwar bei der Frau des Mannes, der den Grundstein für Simultankirchen legte, Luther. In Torgau wird an diesem Wochenende Katharina von Bora groß gefeiert. Die Besucher können in die Zeit der Renaissance eintauchen und in der Stadt auf Spurensuche gehen. Sie ist ein Aushängeschild für die Reformation, für Torgau. Katharina von Bora. Was macht Katharina so besonders? Kenne ich mich auch nicht alles. Hauptsächlich, dass er halt hier in Torgau verunglückt ist. Mehr kann ich Ihnen gar nicht sagen. Das heißt, Sie können noch was lernen über Katharina? Ja, sicher. Katharina Nachhilfe zum Katharina Tag. Originalgetreu nachgestellt durch diese jungen Nonnen zum Beispiel. Unter ihnen die junge Katharina. Geflohen aus dem Kloster Niemschen, da war sie 24. Wir haben von Martin Luther und seinen Schriften gehört. Und so haben wir umgedacht und gemerkt, dass das Klosterleben nicht unbedingt Gottes Wille ist. Die Flucht führt über Torgau nach Wittenberg. Dort lernt Katharina von Bora Martin Luther kennen und lieben. Sie heiraten, bekommen 6 Kinder. Sie war eine gute Ehefrau, Mutter, Wirtschafterin. Heute würde man sagen, eine ganz tolle Managerin an der Seite dieses berühmten Mannes. Ein Tag in Torgau im Zeichen einer großen Frau, im Zeichen der Renaissance. Zum 6. Mal schon hat die Stadt das Katharina-Fest organisiert.
Katharina ist das Alleinstellungsmerkmal für die Stadt schlechthin. Sie ist hier begraben und die Reformation wäre ohne sie im Prinzip auch nicht möglich gewesen. Und insofern ist sie für die Stadt schon von immenser Bedeutung. Von so immenser Bedeutung, dass man ihr sogar einen Preis widmet. Mit ihm werden Frauen für ihr gesellschaftliches Engagement ausgezeichnet. Hauptpreisträgerin in diesem Jahr Barbara Hirsch aus Pirna, Gründerin eines Theaterprojekts, das Jugendlichen Perspektiven gibt. Wir sagen in unserer Gesellschaft, wir sind kalt, wir haben eine kühle Gesellschaft. Aber die Gesellschaft sind doch wir. Und ich denke, wenn wir nicht irgendwas in diese Gesellschaft einbringen, dann kann man sagen, sie ist kalt. Eine Einstellung, die Katharina von Bora sicher unterstrichen hätte. Aufstockung geplant. Die Planungen für die Asylerstaufnahmeeinrichtung in der Dresdner Neustadt wurden erweitert. Zeitungsberichten zufolge sollen zu den 500 dauerhaften weitere 500 Interimsplätze entstehen. Dafür sollen auf dem Areal in der Stauffenbergallee Wohncontainer errichtet werden. Am Dienstag will das Kabinett über die Pläne des Innenministeriums beraten. Pirna feiert CSD. Auf dem Marktplatz in Pirna haben sich homosexuelle Frauen und Männer zum 4. Christopher Street Day getroffen. Mit dem CSD wolle man im Landkreis ein Zeichen für Akzeptanz und Toleranz für homosexuelle Paare setzen. Der Christopher Street Day in Pirna ist der kleinste seiner Art in Deutschland. Abbau gestrichen. Das Vorkommen an den sogenannten seltenen Erden in Delitzsch wird vorerst nicht erschlossen. Wie die Freie Presse berichtet, hat die Deutsche Rohstoff AG die Erkundungslizenz an das Sächsische Oberbergamt in Freiberg zurückgegeben. Grund dafür ist, dass die bisherigen Versuche gezeigt haben, dass die Aufbereitung der Rohstoffe in der Gegend nicht effektiv sei. Lärm ist immer unangenehm und wenn es zu lange, zu laut ist, wird es zu viel. Wir hätten da jetzt zwei Beispiele zu bieten. Bei dem einen ist es ein Hahn, der an den Nerven zerrt und bei dem anderen sind es vorbeifahrende Züge. Und in beiden Fällen haben die Betroffenen den Sächsischen Petitionsausschuss um Hilfe gebeten. Erstaunlich allerdings ist, welcher Fall Erfolg hatte und das sogar recht schnell. Mit bis zu 100 Dezibel lautem Geschrei störte dieser Zwerghahn aus dem Chemnitzer Tierpark einen Anwohner. Kaum zu glauben, jetzt steht hier eine Lärmschutzwand, die für Ruhe sorgen soll. Ganz anders dagegen die Situation in Coswig. Seit Jahren kämpfen Bürger wie Michael Krebs gegen den Bahnlärm. Die durchbrausenden Züge haben sogar weit mehr als 100 Dezibel. Was ich bei mir direkt zu Hause spüre, ist ein gewisses Beben in der Wohnung. Also ich denke mal, dass das so eine Art, als wenn die Schallwellen bei mir im Wohnzimmer noch ankommen und so ein gewisses Beben verursachen. Und dennoch, eine Lärmschutzwand ist hier lange nicht in Sicht. Dabei haben sowohl der vom Hahn geplagte Chemnitzer als auch die Initiative im Elbtal eine Petition an den Sächsischen Landtag geschickt. Bei den Bahnanliegern kamen sogar 8000 Unterschriften zusammen. Im Petitionsausschuss versichert man, dass keine Eingabe bevorzugt wird. Es wird jede Petition ganz exakt, ganz ordentlich und ganz ernsthaft behandelt. Und es ist jedes Problem, was der Bürger hat, ein wichtiges Problem für uns. Die Petition in Sachen Hahnenschrei hatte Erfolg. Obwohl Verwaltungen stets betont hatten, dass Lautäußerungen von Zwerghühnern keine untypischen Geräusche in der Nachbarschaft seien und Lärmschutz überflüssig. Allein die Petition machte wohl Eindruck. Nun hat der Bürger sich, nachdem der eigentliche Verwaltungsweg ausgeschöpft war, sich an den Petitionsausschuss des Sächsischen Landtags gewandt. Der hat das nochmal untersucht und im Ergebnis haben wir uns dann, sprich der Tierpark, bereit erklärt, diese Wand zu installieren. Der Tierpark baute sogar freiwillig die Wand, nachdem der Petitionsausschuss gedrängelt hatte. Nun hoffen Michael Krebs und die lärmgeplagten Anwohner im Elbtal auf Gleichbehandlung und darauf, dass die Bahn sich in Sachen Lärmschutzwand großzügig zeigt. Zollbeamte, das sind die, die hinterm Schreibtisch sitzen und Steuersünder-CDs auswerten. Und das sind die, die mit gewichtiger Miene am Flughafen in den Koffer schauen. Aber das sind eben auch die, die voller Ehrgeiz die Besten sein wollen, die den Kollegen zeigen möchten, dass sie besser sind. Und genau das stellen sie an diesem Wochenende bei den 11. Deutschen Zollmeisterschaften in Dresden unter Beweis. Sie jagen Waffenhändler, Steuersünder, Drogendealer. Sie riskieren ihr Leben, ermitteln verdeckt, sind ganz dicht am Bösen dieser Welt.
im Hafen Hamburg in der Unterwelt von Köln, auf dem Flughafen in Leipzig. Aber einmal im Jahr geht's um Tore, Punkte und Sekunden. Dann will jeder von ihnen deutscher Zollmeister werden. Wir haben hier Profi-Nahsportler, die sehr viel Sport machen und auch privat an Wettkämpfen teilnehmen. Aber wir haben genauso die Kolleginnen und den Kollegen, der normalerweise am Schreibtisch sitzt oder ein-, zweimal die Woche Sport macht und eben Spaß dabei hat, hier mit den anderen mitzulaufen. Mehr als 1700 Zöllner aus ganz Deutschland kämpfen in Dresden 2 Tage nicht gegen Steuersünder, sondern gegen sich selbst. Allein beim Fußball sind 48 Mannschaften angereist, gerade auf dem Feld. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit, 2. Mannschaft aus Frankfurt gegen die Sportgruppe Zollfahndung aus München. Nach 3 Vorrundenspielen hat die Sportgruppe Zoll aus Hamburg schon ein wenig den Überblick verloren. Gegen wen haben wir gespielt? Die haben alle so exotische Namen. Eigentlich ist es ja auch egal, denn das Dabeisein ist das, was zählt. Ist halt auch das Schöne, weil das gibt es ja seit 11. Jahr hintereinander und dass man halt auch viele Kollegen aus anderen Einsatzgebieten, aus dem ganzen Bundesgebiet halt einmal jährlich auf jeden Fall hier sieht. Hier sind ja fast 1700 aktive Sportler und dann noch die ganzen Passiven, die dabei sind. Das ist einfach der helle Wahnsinn. Das ist immer wieder eine schöne Veranstaltung. Erste deutsche Zollmeisterin über 1500 Meter ist Mandy Raupach von der Augsburger Finanzkontrolle Schwarzarbeit. Knapp dahinter Mandy Herzberg von der Überwachungsgruppe Flughafen Leipzig, die schon den New York Marathon geschafft hat. Oh, völlig in Ordnung. Also schnell und kurz ist echt nicht meins. Deswegen dachte ich, und auch bei den Temperaturen, Wahnsinn. Also ich bin glücklich. Bei den Männern heißt der glückliche 1500-Meter-Sieger Andreas Pohle vom Hauptzollamt in München. Ich denke, dass der Zöllner schon irgendwo sportlich sein muss. Es gibt ja, der Bereich ist ja so vielfältig. Und ich sage mal, wenn ich am Flughafen bin oder auch an der Fahndung, ich meine, irgendwo eine gewisse Fitness muss man mitbringen. Und ich glaube, das ist nicht schlecht. Für die Sieger gibt es Pokale, aber das, was jeder hier mitnimmt, ist der olympische Gedanke. Die Veranstaltung hier zeigt auch, dass wir im Zweifel schneller sind als der Bösewicht, aber das ist nicht die Kernbotschaft hier. Festlicher Abschluss ist heute Abend die Meisterfeier. Offizielles Ende, 4 Uhr. Zöllner können eben auch feiern. Christian Fürchtegott-Gellert war, wenn man das mal modern sagen will, ein Popstar seiner Zeit, einer der meistgelesenen Dichter in der Zeit der Aufklärung. Heute vor 300 Jahren wurde er geboren. Aus diesem Anlass wurde am Vormittag an seinem Grab auf dem Leipziger Südfriedhof eine neue Gedächtnissäule feierlich eingeweiht. In der Messestadt hatte Gellert Theologie und Philosophie studiert. Als er mit nur 54 Jahren starb, strömten damals Tausende zu seiner Beerdigung. Eine Säule zur Erinnerung, für viele längst überfällig, denn heutzutage ist der Name Gellert weniger bekannt. Und so muss sich auch seine Geburtsstadt Hainichen einiges einfallen lassen, um den großen Sohn der Stadt für jedermann sichtbar zu machen. Bei der Lasershow auf dem Marktplatz von Hainichen kam Partystimmung auf, zum 300. Geburtstag von Christian Fürchtegott-Gellert. Der prominente Name ändert nichts daran. Über den einstmals größten Dichter Deutschlands weiß man heute auch in seiner Geburtsstadt nicht gerade viel. Ja klar, gehört auch schon mal, wir waren auch schon auf dem Festen, aber so direkt jetzt noch nichts. Und hat lange Zeit in Leipzig gewohnt, glaube ich. Ja, in der Schulzeit haben wir das mal behandelt und draußen im Museum sind wir auch schon oft gewesen. Also ich muss sagen, es ist schon interessant. Also als Kind weiß ich, dass er ein Dichter war und eigentlich viele Kirchengedichte gemacht hat. Tatsache ist, Christian Fürchtegott-Gellert war der erste unter den deutschen Dichtern der Aufklärung. Ihm folgten Schiller, Lessing und Goethe. Neben Fabeln wirkte Gellert vor allem mit christlichen Liedtexten. Auch deshalb waren gestern die Thomaner nach Hainichen gekommen, verliehen dem Festakt den angemessenen Glanz. Also Gellert ist einem eigentlich immer, begegnet einem immer wieder, insbesondere durch Kompositionen von Karl Philipp Emanuel Bach. Also insofern ist er uns sehr verbunden, auch natürlich durch Texte im Gesangbuch. Unter den Gästen der Trinitatiskirche fand sich gestern natürlich auch der Meister persönlich, zusammen mit seinem Bruder, dem er lebenslang verbunden war. Und immerhin sorgten Gellerts Lieder gestern nach mehr als 200 Jahren wieder mal für reichlich Andrang. Aber sonst ist nicht viel Wissen vorhanden und wir denken, dass wir durch dieses Jubiläum, seinen 300. Geburtstag, auch das Wissen und das Verständnis für Gellert ein bisschen auffrischen können.
Es war ein großes Fest zum 300. Geburtstag von Christian Fürchtegott-Gellert. Und zumindest dieses Fest werden die Hainichener so schnell wohl nicht wieder vergessen. Vier Hexen, drei Pferde, ein amerikanischer Wüstenadler und ein Hund. Das sind die Zutaten für Der Fluch von Eubin, dem mittelalterlichen Abenteuerspektakel, das auf der Waldbühne Jonsdorf in diesem Moment Weltpremiere feiert. Unser Kamerateam war bereits bei der Hauptprobe zugegen und musste, wie die Schauspieler vom Zittauer Theater, viel Staub schlucken. Und Action! Staub, Pferdeschweiß und eine Amazone, die der Teufel reitet. Ich trainiere immer. Und was genau? Alles. Laufen, Yoga, Kung Fu. Der Fluch von Eubin heißt das actiongeladene Ritter-Open-Air-Spektakel, das das Theater Zittau auf die Waldbühne Jonsdorf und damit ins deutsch-polnisch-tschechische Dreiländereck kracht, keilt und küsst. Impressionen von der Hauptprobe. Bam, 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 bam. Und dann stell dich hin. Yeah! Axel Hambach, unser Fechttrainer, das geht auch relativ früh los, das Fechttraining, und ist schon sehr anspruchsvoll. Und er ist auch wirklich, er boxt in seiner Freizeit. Nochmal. Ja! Das Genick sind ungekochte Nudeln. Genau. Richtig. Wird auch viel bei Lanzen gemacht, also wenn so Turnierkämpfe sind. Die präparieren dann die Lanzen mit Nudeln und das splittert schön auseinander. Macaroni, Mädchen, Muckis. Mit genudeltem Rabatz schafft man es zwar schwerlich zum Theatertreffen, aber die Zittauer Truppe zerdeppert konsequent jede Langeweile und schlägt eine direkte Schneise ins amüsiersüchtige Herz des Zuschauers. Der Anspruch ist immer etwas Neues zu bieten. Der Anspruch ist, die Zuschauer Jahr für Jahr zu überraschen. Die geografische Nähe der Waldbühne Jonsdorf zu Berg, Burg und Kloster Eubin sorgt für den Titel Der Fluch von Eubin. Hexen verzaubern ein Liebespaar. Sie wird tagsüber zum Falken, er des Nachts zum Wolf. Zwei Königskinder. Wo seht ihr mal dort oben? Das liegt ein Falke. Ja, das ist mein Schutzengel. Wer mag, kann ja erst den Eubin besteigen und dann zu Tiere-Menschen-Sensationen in die Waldbühne Jonsdorf wechseln. Das wäre dann ein verflucht guter Sommertag. Jetzt geht's zum Training. Jetzt muss er arbeiten. Ja, trainiert haben sie sicher auch, die da heute auf der Elbe um die Wette ruderten. Und das für einen guten Zweck. Bereits zum fünften Mal hieß es in Dresden Rudern gegen Krebs. Und da haben sich so viele Teilnehmer gemeldet wie noch nie. 82 Teams, darunter die Fußballer von Dynamo Dresden, die Volleyballdamen des Dresdner SC und die Eislöwen. Mit der Benefizregatta werden Spenden für Menschen gesammelt, die akut an Krebs erkrankt sind oder ein Tumorleiden überwunden haben. Ein Teil der Spenden geht auch an den Verein Sonnenstrahl, um Sportangebote für krebskranke Kinder zu finanzieren. Ja, und auch in Kitscher trotzten heute viele für einen guten Zweck der Hitze. Und ich würde mal behaupten, das war sogar noch ein bisschen schwieriger, weil das Ganze nicht auf dem Wasser, sondern auf dem Fußballrasen stattfand. Doch für den 2,5-jährigen Elias, da kann man sich schon mal schinden, so die Meinung der Spieler von Lok Leipzig und des FSV Kitscher. Beide trafen sich zu einem Benefizspiel, um so Geld für eine ganz spezielle Behandlung des schwerstbehinderten Jungen zu sammeln. Der kleine Elias musste wegen der Hitze heute leider zu Hause bleiben. Seine Mutter half beim Losverkauf. 3.000 Euro braucht die Familie für eine spezielle Therapie, die Krankenkasse nicht bezahlt. Am meisten brauchen wir das für die Adeli-Therapie, die in der Slowakei stattfindet, wo wir letztes Jahr bereits hinfahren konnten, was sehr viel an Fortschritte für Elias gebracht hat, denn er ist schwerstbehindert, Pflegestufe 3, also ein 24-Stunden-Job und kann eben doch selber leider nicht sitzen, selbstständig krabbeln, geschweige denn laufen und naja, erst 2,5 Jahre. Sämtliche Eintrittsgelder wurden gespendet, die hohen Temperaturen aber verhinderten einen größeren Zulauf. Immerhin kam Mario Basler, um den es in den letzten Tagen Irritationen gab. Bleibt er bei Lok oder geht er als Trainer nach Bulgarien? Nein, Blofti habe ich vor einer Woche abgesagt und
Von daher gab es für mich auch gar keine andere Entscheidung, wie wieder zurückzukommen. Das war klar kommuniziert im Verein. Geredet wird auch über die neue Saison, nachdem die letzte so unrühmlich endete. Heiko Scholz gibt das Ziel vor: offensiv. Wir wollen unbedingt aufsteigen. Ja, das ist mir unseren treuen Fans, sind wir das schuldig. Die sind immer wieder die ganzen Jahre. Die wissen, dass es uns nie gut geht, aber ich glaube, die wissen auch, dass wir eine gute Arbeit machen. Seit 2 Tagen ist Lok Leipzig wieder im Training und hat nun 6 Wochen Zeit, eine schlagkräftige Mannschaft zu formen, die das Ziel Aufstieg in Angriff nehmen kann. Ich glaube, dass wichtig ist, dass man von vornherein sich auch Ziele setzt, dass die Mannschaft klar weiß, um was es geht in der ganzen Saison. Und von daher wollen wir natürlich auch, dass die Mannschaft den Druck vom Verein kriegt. Und deswegen wollen wir natürlich dieses Jahr aufsteigen, klar. 5:0 gewann Lok das Benefizspiel gegen den FSV Kitscher und knapp 1.000 Euro sind zusammengekommen für Elias Therapie. Es ist toll, dass selbst an so sportunfreundlichen Tagen sich so viele für andere stark machen. Schauen wir mal, ob es morgen ein bisschen erträglicher wird. Stefanie Meissner hat jetzt die Einzelheiten für Sie. Und danach geht es bei MDR aktuell natürlich auch noch einmal um den AfD-Parteitag und den überraschenden Sieg für Frauke Petri. Einen angenehmen Abend und bis morgen. Tschüss.